Herzlich willkommen zur fünften thematischen Folge von Neuere deutsche Literaturgeschichte online und damit zur Einführung in den Themenblock Aufklärung bzw. 18. Jahrhundert. Das 18. ist ein vergleichsweise kurzes Jahrhundert, weil sich das neue Denken und Schreiben, die Aufklärung eben, erst gegen 1730 durchsetzen kann und spätestens in den 1790er Jahren schon wieder zweifelhaft wird, als man es mit der romantischen Ironie zu tun bekommt. Was nun unter Aufklärung ganz allgemein zu verstehen ist, das lässt sich im Verhältnis zur Barockzeit am besten als Hinwendung zum Diesseits charakterisieren. Die konkrete Lebenswelt wird jedenfalls nicht mehr mit Blick auf ein ewiges Jenseits abgewertet, sondern sie rückt als Natur ins Zentrum der Aufmerksamkeit und wird immer gründlicher erforscht. Diese neue Haltung steht mit einer veränderten Religiosität in Verbindung, die Gott nicht länger als gestrengen Herrscher versteht, sondern vielmehr als einen wohlwollenden Vater, dessen Kindern es jederzeit gut ergehen soll. Die klassische Formulierung bzw. Begründung dieser neuen Auffassung findet sich bei Gottfried Wilhelm Leibniz in seinem Essai de Thérèse von 1710. Das heißt, in den Versuchen, Gott zu rechtfertigen für all das, was uns Menschen zwar als großes Übel erscheint, in Wahrheit aber notwendig und sinnvoll sein soll. Mit Nachdruck begreift Leibniz Gott als eine unendliche Weisheit, die aufgrund ihrer ebenso unendlichen Güte aus der Fülle aller möglichen Welten mit Sicherheit die Beste ausgewählt und verwirklicht hat. Die Beste, die zwar nicht in jeder Einzelheit gut oder erfreulich sein muss, in ihrer Summe aber doch das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl mit sich bringt. Wie und warum es zu dieser Wende gekommen ist, das lässt sich nicht zwingend erklären. Festzustellen bleibt nur, dass sich vom 17. zum 18. Jahrhundert ein tiefgreifender Wandel vollzogen haben muss. Im 17. Jahrhundert ist die Endlichkeit des irdischen Lebens bekanntlich als Ausdruck seiner substanziellen Wertlosigkeit gedeutet worden, als Vanitas. Im Zuge der Aufklärung hat dieser Pessimismus dann aber einem optimistischen Denken Platz gemacht, das im Faktum der Vergänglichkeit nun die entscheidende Voraussetzung aller Verbesserung, allen Fortschritts erkennt. Statt Vanitas also Perfektibilität, das heißt Vervollkommnungsfähigkeit. Sowohl des einzelnen Menschen im Laufe seines Lebens, als auch der Menschheit als Ganzes im Laufe ihrer Geschichte. Das in dieser Hinsicht vielleicht markanteste Ereignis hat am 21. November 1783 nicht zufällig in Paris stattgefunden, als Inbegriff dessen, was die Aufklärung leisten wollte und konnte. Der erste echte Flug von Menschen in einer Montgolfière, das heißt die Überlistung der Schwerkraft und damit die Selbstbefreiung von irdischen Fesseln durch die Kraft des Geistes. Das deutsche Wort Aufklärung ist ein ursprünglich meteorologischer Begriff, der das Selbstverständnis der Aufklärer ausgesprochen prägnant erfasst. Johann Christoph Adelungs grammatisch-kritisches Wörterbuch definiert den Vorgang des Aufklärens demgemäß als wieder klar, heiter machen. In doppelter Hinsicht trifft das genau den Punkt. Im Bewusstsein, dass es nach einer langen Zeit der Finsternis nun erneut hell wird, und zugleich im Vertrauen darauf, dass damit eine Umkehr zum Besseren hin verbunden ist. Die gleiche Idee bringt auch das Titelkupfer zu Christian Wolffs Vernünftigen Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt von 1720 zum Ausdruck. Christian Wolff, der einflussreichste Philosoph der deutschen Frühaufklärung, vertritt in der Nachfolge von Leibniz einen strikten Vernunftoptimismus und nimmt namentlich für das eigene Werk in Anspruch, was die Beginn der Aufklärung überhaupt charakterisiert. Lucem post nubila reddit. Nach den Wolken bringt sie das Licht zurück. Die Sonne, als Sinnbild menschlicher Geisteskraft, durchbricht die Düsternis und lässt die Welt endlich wieder in voller Klarheit erfassen. Die Aufklärung versteht sich mithin als Rückkehr des Lichts nach einer langen Phase der Finsternis. Und nicht zufällig heißt Aufklärung auf Englisch Enlightenment und auf Französisch Lumière,
Erhellung oder Erleuchtung, beziehungsweise ganz konkret Licht. Gemeint ist damit das natürliche, einem jeden Menschen gleichermaßen angeborene Licht der Vernunft, aufgrund dessen er sich und seine Umwelt aus sich selbst heraus begreifen kann, mit Bordmitteln gewissermaßen, ohne dabei noch der Anleitung durch ein heiliges Buch zu bedürfen. In eben diesem Sinn hat Immanuel Kant 1784 seine berühmte Definition von Aufklärung formuliert. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Zwei Zeilen des englischen Dichters Alexander Pope bringen euch vielleicht noch besser auf den Punkt, was Aufklärung im Kern bedeutet. In seinerzeit europaweit beachteten Lehrgedicht Essay on Man lauten die ersten Verse der zweiten Epistel nämlich: Know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man. Oder wie es in der Erstfassung geheißen hat: The only science of mankind is man. Auf Deutsch also: Erkenne dich selbst und bilde dir nicht ein, Gott zu erfassen. Der eigentliche Forschungsgegenstand für die Menschheit ist der Mensch. In Popes Essay on Man findet sich übrigens auch noch eine weitere Kernformel aller Aufklärung im 18. Jahrhundert, die ihren elementaren Optimismus zusammenfasst. One truth is clear. Whatever is, is right. Right heißt es hier, nicht good. Übersetzen müsste man diesen Vers also etwa so: Eine Wahrheit ist ganz offensichtlich. Was immer ist, das ist auch richtig so. Alles steht mithin in einem sinnvollen, notwendigen und letztlich optimalen Zusammenhang, den wir Menschen daher auch als Inbegriff göttlicher Güte zu erkennen haben. Das sind gewissermaßen die Grundvoraussetzungen, unter denen die Literatur der deutschen Aufklärung entsteht. Wie eh und je noch stark von französischen Vorbildern beeinflusst, aber immer nachdrücklicher auch von britischen Autoren. Der folgenreichste Impuls aber, der dann überall in Europa über den Optimismus der Frühaufklärung hinausführt und nach einem neuen, nun nicht mehr zuallererst vernunftgesteuerten Denken verlangt, dieser Impuls kommt genau zur Jahrhundertmitte schließlich von Jean-Jacques Rousseau, in Genf aufgewachsen, aber in Frankreich lebend und vor allem schreibend. Rousseau wird schlagartig berühmt, als er 1750 auf die Preisfrage der Akademie zu Dijon mit einem kompromisslosen Nein antwortet. Die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste bzw. Handwerke seit dem Mittelalter habe keineswegs zur Läuterung der Sitten beigetragen. Im Gegenteil. Unsere Seelen sind in eben dem Maß verdorben, in dem unsere Wissenschaften und Künste sich vervollkommnet haben. Mit dieser Universalkritik an aller abendländischen Zivilisation dementiert Rousseau das Selbstvertrauen der aufgeklärten Vernunft gründlich genug. Rationalität und Moralität harmonieren offenbar weit weniger, als man gedacht hatte. 5 Jahre später verschärft Rousseaus zweite Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen seine Attacke auf den Fortschrittsglauben der Aufklärung sogar noch weiter. Der Zustand der Reflexion ist ein Zustand wider die Natur. Rousseau bringt in diesem Zusammenhang erstmals die Idee der Entfremdung zur Sprache. Je entwickelter der einzelne Mensch, aber auch die Gesellschaft im Ganzen ist, desto weiter hat man sich in seinen Augen von der eigenen Natur entfernt, sich ihr entfremdet und ist allzu künstlich geworden. Mit anderen Worten, Rousseau propagiert in größter Entschiedenheit den Gedanken, mit jeder Zunahme an Naturbeherrschung sei zugleich ein Verlust an Menschlichkeit verbunden. Je höher Menschen Kraft ihrer Vernunft entwickelt sind, desto unglücklicher müssten sie daher notgedrungen sein. Es ist dieser Kulturpessimismus, dem der zivilisatorische Fortschritt als Verlustgeschäft gilt, der während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer mehr an Bedeutung gewinnt und vielleicht nirgendwo so intensiv, so dauerhaft aufgegriffen wird wie in Deutschland. Was immer man Romantik nennt, kann daraus abgeleitet werden.
Aber davon wird erst in der dritten Abteilung von Neue deutsche Literaturgeschichte online zu reden sein. Zurück zur Aufklärung daher und zu ihrer Literatur. Das markanteste Abgrenzungsereignis, mit dem die Frühaufklärung ihre barocken Prägungen überwindet, ist im Erscheinen von Johann Christoph Gottscheds Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen zu sehen, 1729. Gut 100 Jahre nach Martin Opitz präsentiert der Philosophieprofessor in Leipzig seine alternative Auffassung von Literatur, die sich im Unterschied zur gewollten Künstlichkeit des Barock nun als natürlich versteht und insbesondere danach verlangt, dass Dichtung immer und überall nützlich zu sein hat. Näheres hierzu wird die nächste Folge erläutern, die der noch ganz vernunftbasierten Frühaufklärung im Sinne Johann Christoph Gottscheds gewidmet ist, während die Hochaufklärung, mit Lessing als ihrem prominentesten Vertreter, dann schon weit mehr wieder auf die Gefühle setzt, bevor die Spätaufklärung, etwa durch Karl Philipp Moritz repräsentiert, zuletzt beides problematisiert: die Vernünftigkeit ebenso wie die Empfindelei.